Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem Neuzugängen-Video. Und zwar habe ich mir überlegt, weil ich mir diesen Monat unheimlich viele Mangas und Graphic Novels bestellt habe, mache ich mal ein separates Video, nur mit meinen Mangas und Graphic Novels. Und meine Bücher, Neuzugänge, kommen dann in einem anderen Video. Also wenn ihr keinen Bock habt auf Mangas, Graphic Novels oder sonst irgendwas, dann bis zum nächsten Video. Allen anderen wünsche ich viel Spaß bei diesem Video. Ich fange gleich an mit den ersten Mangas, die ich mir bestellt habe. Ich habe das ein bisschen umsortiert. Mal gucken, ja, das müsste jetzt passen. Und zwar mit den Mangas, die ich mir zugelegt habe, die ich ganz schnell abhandeln kann, weil es Folgebände sind. Und zwar Miyako Band 7. Da muss ich jetzt nicht großartig was dazu sagen. Ich liebe diese Serie. Und ich muss wissen, wie es weitergeht. Deswegen habe ich Band 7. Dann Seventh Garden Band 2. Ja, dazu habe ich auch eine Rezension schon gedreht zum Band 1 und zu der Reihe. Zum Band 1. Das verlinke ich euch gerne unten, das könnt ihr euch angucken. Da habe ich so eine 3-in-1 Rezension mit noch zwei anderen Mangas, die so in die ähnliche Richtung gehen. Deswegen musste ich natürlich Band 2 haben, fand ich großartig. Und ebenfalls Band 2 von Miracles of Love. Ja, ich habe den ersten Band noch nicht gelesen und ich habe mir schon den zweiten gekauft, was ich normalerweise nicht mache. Aber ich weiß, diese Autorin wird mich begeistern, weil ich liebte bisher ihre beiden Reihen, die sie davor rausgebracht hat, abgöttisch. Und das war so eine Welt, in der ich leben wollte, weil es so schön war, dass ich genau weiß, dass ich, wenn ich den ersten Band aufmache, auf jeden Fall weiterlesen möchte. Und der Band 2 ist diesen Monat erschienen, deswegen habe ich es mir gleich gekauft. Ja. Deswegen brauche ich auch nicht großartig zu sagen, sind alles Folgebände. Was ich mir aber diesen Monat auf jeden Fall auch noch zugelegt habe, war Band 1 und 2 von Corpse Party Blood Coverage. Das ist die Manga-Adaption zu dem Spiel. Es gibt ein Spiel, Corpse Party, klein und pixelig auf dem PC. Und hier geht es um das ist Band 1 und das ist Band 2 übrigens. Jedes Band hat übrigens eine eigene Farbe, also einen Farbbuchschnitt. Rot, blau, grün, gelb, ich glaube rosa, lila oder irgendwie sowas. Also das sieht dann fantastisch aus, wenn es auch im Regal steht. Aber mal davon abgesehen, hier geht es um eine Gruppe Schüler, die sich, die so ein Ritual vorführen wollen, um sich halt eben ewige Freundschaft zu schwören, und dieses Ritual geht irgendwie schief. Sie landen in eine Zwischendimension, werden von Geistern verfolgt und einer nach dem anderen wird entweder sterben oder vielleicht in letzter Minute überleben. Und darum geht's halt. Es ist brutal, es ist sehr makaber und ich liebe dieses Let's Play, das ich gerade gucke. Und deswegen musste ich unbedingt die Manga-Adaption dazu haben. Ich musste es unbedingt lesen, denn soweit ich gehört habe, ist es fast 1:1 das Spiel und Manga. Und das Spiel ist ja auf Englisch und ja, ich musste die Manga-Adaption haben. Ich bin irre, was sowas angeht. Wenn mir etwas so richtig gut gefällt, dann gucke ich, ob es davon irgendwie Bücher oder Mangas gibt. Und ja, ich bin froh, dass es das gibt. Und deswegen werden in den nächsten Neuzugängen noch die anderen Bände folgen, denn die sind alle bis Band 9 erschienen und ich glaube Band 10 erscheint im April. Das ist dann das letzte, das Abschlussband. Ja, da werden jetzt nach und nach die ganzen Folgen, denn ich habe mir jetzt 1 und 2 bestellt und die anderen kommen dann noch nach und nach. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt auf die Manga-Umsetzung und freue mich da schon richtig, richtig drauf. So, dann habe ich mir endlich, ich bin ja ein riesengroßer Faust-Fan von Goethe. Ich habe ein Poster von Faust, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit diesen, auf einer Seite der komplette Text, in so Mini-Mini-Mini-Buchstaben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Jetzt gibt es ja immer irgendwie so, wenn ich das irgendwo finde im Internet, eine Seite dazu, dann verlinke ich sie euch unten, damit ihr euch mal angucken könnt. Oder vielleicht kann ich hier irgendwie ein Bild anblenden, wenn ich sowas finde. Das habe ich auf jeden Fall an der Wand hängen und ich habe auch das Buch natürlich da mit meinen ganzen Anmerkungen, die ich in der Schule gemacht habe und gelesen habe. Ich liebe ja das Buch. Jetzt habe ich letztens gesehen, dass es dazu eine Graphic Novel Adaption von Flix gibt. Und natürlich musste ich mir die dann holen. Und zwar dieses hier.
der Tragödie erster Teil als Graphic Novel. Allerdings ist es hier so, dass es nicht 1:1 halt praktisch das Buch ist, sondern es wird in die Moderne übertragen. Ich lese mal hinten den Text vor. Bei erfolgreicher Erfüllung des von Opfer genannten Wunsches innerhalb des vereinbarten Erfüllungszeitraums überträgt das Opfer der Firma Happy Life automatisch für die Zeit nach seinem Tod die exklusiven Nutzungsrechte an seiner unsterblichen Seele. Flix beweist, dass auch Comics wahr, schön und gut sein können. Ja, ich habe von dem Autor schon Don Quixote gelesen als Graphic Novel Adaption und das hat mir richtig gut gefallen. Da ging es nämlich auch um Don Quixote und eigentlich war das ein alter Mann, der langsam so sein Gedächtnis verliert und dement wird. Und es war wunderbar. Es war einfach herrlich komisch und daraufhin musste ich natürlich halt auch das hier haben und musste mir halt angucken, wie er Faust umgesetzt hat. Denn mir hat das Don Quixote richtig, richtig gut gefallen. Bin sehr gespannt. Wenn ich es gelesen habe, werde ich euch davon berichten. Dann habe ich mir gekauft, ich steige ein bisschen quer ein, weil ich jetzt mir den dritten Band gekauft habe. Ich werde mir aber nach und nach alle von diesen Sonderbänden holen. Und zwar Legend of Zelda Perfect Edition Band 3. Hier ist Majora's Mask und A Link to the Past drin. Und das Schöne an diesen Superbänden ist, die kosten 14 Euro, sind extrem dick und jeder hat so eine Postkarte als Beilage mit jeweils einem anderen Motiv. Also hier ist jetzt irgendwie so ein... Ich glaube, die sind aus Majora's Mask. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall... Ja. Ist das halt als so eine Beilage. Aber ich finde halt die Aufmachung wirklich super schön. Hier sind ein paar erste Seiten vorne in komplett in bunt. Und dann geht es in schwarz-weiß weiter. Auf jeden Fall finde ich die sehr, sehr schön und ich habe mir damals die Mangas zwar gelesen, aber ich habe sie mir ausgeliehen und hatte die nie zu Hause. Und jetzt werde ich mir so nach und nach diese Sonderedition holen, die wunderbar dann im Regal stehen. Und habe aber mit Band 3 angefangen, weil es ist ja unabhängig voneinander zu lesen und ich liebe ja A Link to the Past und deswegen habe ich mir Band 3 zuerst gekauft und möchte es zuerst lesen. Aber wie gesagt, werde ich mir die anderen Bände auch noch nach und nach holen. Also werdet ihr die noch in den anderen Neuzugängen dann irgendwann mal sehen. Und auch was für eine Postkarte oder Beilage die dann noch haben. Dann habe ich mir auf Empfehlung von Penguin TV Monstress gekauft. Sie hat darüber ja, sie hat es bei Lovely Books, glaube ich, für die Leserunde gewonnen. Und hat darüber halt erzählt und was sie mir halt da so gezeigt hat an den Zeichenstil und über die Geschichte erzählt hat, hat mich das so angefixt, dass ich mir das dann auf jeden Fall bestellen musste. Ich habe es mir bei Medimobs bestellt, denn ab 10 Euro kostet es ja kein Versand und ich habe, glaube ich, irgendwie 11 Euro dafür bezahlt, 11 und noch ein paar zerquetschte. Und eigentlich hat es 16,80 Euro gekostet und ja, habe ich mir dann halt alleine so bei Medimobs bestellt. Den Zeichenstil finde ich wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Sehr realistisch, sehr menschenähnlich und die Story finde ich auch super interessant. Die Welt der jungen Maika wird bedroht. Ich sehe hier nichts, weil hier nämlich der Bubble noch drauf ist. Wird bedroht, als sie psychisch mit einem Monster von unglaublicher Macht verbunden wird. So gerät sie mitten in einen Krieg zwischen magischen Kreaturen und einem Orden von Hexen, die die Kreaturen jagen und als Quelle ihrer Kräfte benutzen. Jugendstil Steampunk trifft auf Manga. Klingt doch irgendwie cool, oder? Also ich muss das haben und ja, ich bin sehr gespannt, wie es mir gefallen wird. Dann ging ja gerade auf YouTube sehr, sehr viel um, dass viele Terror von Dan Simmons gelesen haben. Und ich habe bei, ich glaube auch Annika K. Maas gesehen, dass es dazu auch eine Graphic Novel Adaption gibt, in glaube ich mittlerweile 3 Bänden. Und ich habe mir den ersten Band bestellt. Und zwar heißt der Im Eisland Band 1, die Franklin Expedition von Christina Germann. Ich habe mir eine kleine Leseprobe angeguckt. Mir hat der Zeichenstil sehr gut gefallen.
Und deswegen habe ich mir jetzt den ersten Band davon bestellt. Denn ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich Terror von Dean Simmons lesen werde, mit 1000 Seiten, werde ich mich langweilen. Denn an sich finde ich die Geschichte interessant, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er mich auf 1000 Seiten tatsächlich fesseln kann. Und deswegen versuche ich es eher mit dem Graphic Novel. Und ja, habe mir den ersten Band hier gekauft. Hier steht ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2016. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, zum Inhalt muss ich gar nichts mehr sagen, worum es im Terror geht. Und genau darum geht es ja auch, um die HMS Erebus und die HMS Terror, die im Eis feststecken. Und ich bin sehr gespannt auf den ersten Band. Und ja, mal schauen, wie der mir gefallen wird. Dann habe ich entdeckt, und das hat mich super angefixt, und es ist super teuer und ich werde, glaube ich, mir niemals den zweiten Band leisten, außer wenn es mir vielleicht irgendjemand mal zum Geburtstag schenkt oder so, weil, wow. Habe ich gefunden, ein Graphic Novel über ein Mädchen in Polen in der Besatzungszeit 1984 bis 1987. Ich bin ja 1983 in Polen geboren und das ist ja genau diese Besatzungszeit in Polen, in der ich klein war und praktisch eigentlich so nicht wirklich was mitgekriegt habe, was mir hinterher so meine Eltern dann erzählt haben. Ja, und es gab halt Kärtchen, Lebensmittelkärtchen und man musste für Wurst irgendwie 5 Kilometer anstehen oder Bananen oder sowas gab es so gut wie gar nicht. Das war eine Seltenheit und es gab nur künstliche Schokolade, es war gar keine richtige Schokolade und das Ganze drumherum, das habe ich immer nur so aus Erzählungen mitbekommen, obwohl ich praktisch mittendrin war in der Besatzungszone. Und ja, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ich muss das mal lesen. Das Ganze gibt es in 2 Bänden. Ich habe jetzt den ersten Band hier und zwar Marzi von Sylvain Savoya und Marzena Sova. Sova wahrscheinlich. Sova heißt übrigens Eule auf Polnisch. Hier geht es halt um Marzi. Und hier sind die Zahl des Jahr von 1984 bis 1987. Im zweiten Teil geht es dann weiter über die weiteren Jahre bis zur Mauerfall, glaube ich, geht es sogar. Ja. Müsste dann ja 1989. Genau. Also, mich hat das halt sehr, sehr angesprochen vom Thema her. Wie gesagt, ich habe damals halt nicht so viel mitgekriegt. Ich möchte aber mich halt so mehr ein bisschen über dieses Thema informieren und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Es ist halt sehr textreich. Es ist sehr, sehr dick, also auf jeden Fall sein Geld wert. Allerdings kostet es neu 24,95 und ich habe immer noch, glaube ich, 18 Euro dafür bezahlt bei Medimops. Und Band 2 kostet, sage und schreibe, ich glaube 30 Euro im Laden und über 20 Euro noch bei Medimops. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir jemals selber mal den zweiten Teil leisten kann. Denn das finde ich ganz schön heftig für eine Graphic Novel. Aber mal schauen, wenn ich von dieser total begeistert bin und sage, wow, das ist so fantastisch, ich muss das andere haben, dann werde ich es mir vielleicht mal leisten, aber mal schauen. Ich will erstmal mit dem ersten Teil anfangen und gucken, inwie sehr ich mich da so in meine Vergangenheit hineinversetzt fühle und ja, wie das umgesetzt ist, wie es mir gefallen wird. Ich fand das sehr, sehr interessant, weil mich interessiert meine Zeit damals, aber ich war halt einfach zu klein, um irgendwas mitzubekommen und deswegen war ich sehr froh, als ich das entdeckt habe, als ich nach Graphic Novels gestöbert habe und mal schauen, was das mir bringt. Dann habe ich bei Buchgeschichten entdeckt, bei der, ich glaube, Ilke heißt sie, meine ich, falls sie du anders heißt, korrigiere mich, auf jeden Fall habe ich das gesehen, dass sie es in ihren Jahresfavoriten vorgestellt hat und sie war richtig, richtig begeistert von dieser Graphic Novel, deswegen musste ich mir die auch holen und habe sie, neu kostet sie, lass mich mal gucken, 29,95. Und ich habe es bei Amazon, über Amazon Marketplace für sage und schreibe 8,95 Euro über Prime bestellt. Und ich muss das dann auf jeden Fall bestellen, weil überall sonst hat die mega viel gekostet und ich dachte so, what? Was ist daran los? Da ist nichts. Es ist ein kleiner Ditcher vorne drauf, aber ansonsten sieht es wirklich top aus. Zum Lesen reicht es. Und zwar rede ich von Ardalene von
Miguelang Soprado. Hier vorne auf der Buchkante ist ein kleiner Schnitt. Hier oben und hier in der Mitte etwa. Aber who cares? Ganz ehrlich, Leute, ich habe das jetzt für 9 Euro bekommen. Ein 30 Euro Graphic Novel. Also ganz ehrlich, das ist mir völlig piepsmatz, egal. Auf jeden Fall hat mir das super gut gefallen, was sie darüber erzählt hat. Der Zeichenstil ist sehr bunt gehalten und sehr realistisch. Und ich lese euch mal vor, worum es geht, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht so ganz im Kopf. Und zwar, es geht auf jeden Fall um Erinnerungen, das weiß ich. Also um Erinnerungen und Vergessen und irgendwie Demenz und sowas. Aber ich lese euch mal einfach vor. Wir sind das, woran wir uns erinnern. Aber das Gedächtnis ist weder objektiv noch unveränderlich. Sabela versucht mit Hilfe von Fides Erinnerungen eine Geschichte, einen Teil ihrer Geschichte zu rekonstruieren. Aber es gibt noch mehr Gedächtnisstränge, mehr Personen und mehr Erinnerungen, die sich in diesem Prozess miteinander verspinnen. Denn wir sind auch das, woran sich andere erinnern. Und in diesen Erinnerungen, in den eigenen und in den fremden, gibt es Liebe und Zärtlichkeit. Und es gibt Zorn und Hass. Daher können Erinnerungen gefährlich sein. Aber wer sich nicht erinnert, der lebt nicht. Ja, ich finde, es klingt großartig. Und Buchgeschichten dazu gesagt hat, fand ich auch großartig und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es wird ja immer mit so Zeitung-Ausschnitten wohl irgendwie noch aufgelockert, hier zum Beispiel. Oder halt eben auch mit so Briefen abgedruckt und ja. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, es lohnt sich auch für diese 9 Euro und bringt mir auch etwas zum Lesen. Aber ich lasse euch wissen, wenn ich es gelesen habe. Und als erstes habe ich mehr oder weniger durch puren Zufall aufgeschnappt. Ich mag ja so humoristische Cartoons. Und das ist so ein bisschen ähnlich. Und zwar von Margot Motin. Ich wäre so gerne Ethnologin. Hier, falls ihr das schon irgendwann mal im Buchladen gesehen habt, gibt es eigentlich ein Bändchen noch drumherum. Ich habe das jetzt aber als... ich glaube, als Bewertung irgendwie gut oder akzeptabel sogar, irgendwie, ich weiß es nicht, beim E-Mox bestellt. Neu kostet es 17,90 Euro. Ich habe, glaube ich, 10,49 Euro oder irgendwie sowas bezahlt. Hier geht's um. Ich wäre so gerne Ethnologin, behauptet Margot Motin und beschreibt das so. Ich hätte so gerne Symbolik von High Heels bei den Pygmäern studiert. Die Frequenz des Epilierens bei den Frauen am Amazonas beobachtet. Eine Typologie des Kabeljau-Babys in der Gesellschaft der Inuit erstellt. Wahrscheinlich hätte ich sogar gelernt, einen Floß auf einem BH und Flipflops zu bauen und hätte mich mit Manoik-Schnaps betrunken. Mein Leben wäre eine endlos rauschende Nacht. Aber ich bin ein fauler Schweinehund. Ich muss mich übergeben, wenn ich Alkohol trinke und ich habe Angst vor Wespen. Und überhaupt, alles, was ich wirklich kann, ist zeichnen. Ja, es ist wie eine Art Biografie, aber als Sketch gezeichnet. Das sind immer wieder so einzelne Bildchen oder halt mehrere Bildchen auf einer Seite, die einfach mal, ihr Leben, ihr sich selbst auf die Schippe nimmt. Und das finde ich großartig, sowas mag ich total gerne. Und am besten ist, wenn man halt über sich selbst lachen kann. Und Graphic Novel von Carlsen. Ich bin ganz, ganz gespannt. Zwischendurch ganz schnell wegzulesen wahrscheinlich. Und ja, ich liebe sowas ja total. Ich hatte ja sowas schon, eben sowas ähnliches auch von Penelope Bergue schon mal gehabt, wo sie sich auch aus ihrem Alltag beschreibt. Und es hat mir auch super gut gefallen. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses hier. Ja, das war mein Stapel meiner gekauften Graphic und Mangas und ich zeige es euch nochmal. Das alles habe ich mir in der letzten Zeit geholt. Ich bin sehr, sehr froh. Ich liebe Graphic Novels, besonders wenn ich irgendwie keine Lust habe auf jetzt einen Roman oder irgendwie sowas, dann schnappe ich mir immer eine Graphic Novel, weil ich finde, auch wenn es eine schwere Geschichte ist, durch das Aufgelockert der Bilder, liest es sich für mich super schnell. Aber egal, ich bin sehr, sehr froh über jedes Einzelne davon. Ich habe wirklich Schnäppchen gemacht und das ist das Wichtigste für mich und deswegen bin ich sehr froh, wenn ich die gelesen habe und berichte euch in meinen Videos, dann in meinen Lesemonaten und so.
wie ich sie gefunden habe. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video, wenn ihr mögt. Ihr könnt mich ja abonnieren, dann verpasst ihr auch nicht mein nächstes Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Kauft was Schönes. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut.